Jo, ihr Lieben, willkommen zurück erstmal zu einem entspannten Abend hier wieder. Mit Stellaris. Wir haben ja in den letzten Folgen es hinbekommen, jo, die Vereinigte Stellare Union wieder zu gründen. Die ist hier jetzt auch wieder aktiv mit den Tzekiens zusammen. Feine Sache, wir versuchen hier natürlich weiterhin die Kohäsion wiederherzustellen. Das wird so ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber das wird. Wir haben das also mit den Ozu Combine wurde aus der Föderation ausgeschaltet. Das sind aber das will ich mir mal nochmal anschauen. Wo sitzen die hier? Also wenn Ozu Combine schon rausgeschickt worden ist, das wollen wir mal sehen, ne? Ozu Combine. Hier, die hier sind es. Naja. Dann ist das so. Für uns jetzt nicht weiter relevant. Wir müssen noch mal kurz schauen, wie wir hier unseren Stuff noch mal sammeln. Wir werden gucken, dass wir auch so ein paar Sachen... Quaptilium Commonality. Wer sind die eigentlich? Man sieht die nicht. Quaptilium Commonality. So, wir müssen ganz kurz schauen. So. Wo sind die? Gehen wir mal nach dem Alphabet hier. Wie heißen die nochmal? Mit Q. Ah, ja, ja, Q. Guck ich schon bei C nach. So, schauen wir uns mal an. Wo sind die? Spirituelle Suchen. Das ist eine Republik. Das will ich mir noch mal kurz anschauen. Ja, ich frage mich... Oh, meine Kamera ist echt hell, Leute, ne? Moment mal kurz. Versucht das mal so ein bisschen einzustellen. Eieiei, vor allem, wenn man hier diese... Ja, wenn man hier... irgendwie das hier einstellt, ne? Eieiei, das wird ja richtig hell. Jetzt will ich mal gucken, wie das ist, wenn wir draußen, wenn wir wieder im System drin sind. Dann wird es wiederum zu dunkel, ne? Ich glaube, wir nehmen das mal als Maßstab. Ja, so ist schon okay. Mit dem anderen Krams müssen wir dann leben. So. Ich werde hier mal mit Nein stimmen wollen. Auch wenn die eine Republik sind, weil wenn wir uns die mal so anschauen, ja, so, das sind ja diese Guys. Die sind egalitär, aber spiritualistisch. Schattenrad. Nee, das würden wir ablehnen mit Nein-Stimmen. So, das wollen wir nicht. Föderationsassoziationsabkommen. So, ihr Lieben. Bevor es weitergeht, will ich noch mal kurz schauen, wie sieht es eigentlich mit den... mit unserem System aus. Gehen wir mal einmal zusammen durch. So, hier scheint alles geklappt zu haben. Wir bauen hier noch ein... Warum bauen wir hier noch einen Stadtdistrikt? Weil noch Einwohner dazukommen werden. Okay, alles fair enough. Wird noch eine Chemieanlage hingestellt.
Sei es drum. Venus Habitat ist schon ausgebaut, weil ich glaube, das ist Max, ne? 8 ist Max. Also zumindest dürfte es so sein. Ja, 8 ist Max. Auf dem Mars gehen wir gerade so ein bisschen. Ich meine, das Thema von Bergbaudistrikte. Ja, feine Sache. Werden wir benötigen. Jupiter Habitat. Hier sind wir schon durch. Was so ein bisschen traurig ist, also hier kriegt man gar nicht so viel Kristallgedöns hin, ne? Am Ende stellt sich natürlich die Frage, braucht man so ein Holotheater? I don't know. Saturn-Habitat hat schon mal 2. Wohnraum ist auch da. Wir gehen nochmal einmal alles so kurz durch. Hier sieht es auch fein aus, eine Raffineriestation. Saturn auch. Wie sieht es mit dem Neptun aus? Neptun soll, wird geforscht, ne? Mhm. Sind wir auch fein mit? Das soll eine Raffineriestation sein? Ganz ehrlich, dann muss das hier ersetzt werden durch ein Industriedistrikt. Oh, da waren wir aber auch schon bei Alpha Centauri, ne? Ja. So, Alpha Centauri. Hier schauen wir natürlich weiter. Wir wollen ja... Okay. Jawohl. Megalegierungsgießerei. Bergbau. Ich sehe gerade, nicht alle sind hier ausgebaut, ne? Wird das Habitat aufgewertet? Megalegierungsgießerei. Was nochmal dazu? Centauri Bergbaustation, ja. Polizeistation sollten wir hier eigentlich nicht mehr brauchen. Deswegen wird der mal ersetzt durch ein Bollwerk. Dann kann das hier mal ausgebaut werden. Dann würde ich sagen, dass wir Mineralverarbeitung hinzuziehen. Und was noch? Flüchtige Teilchen. Das nehmen wir. Sind wir da im Minus. Hier ist nochmal eine Raffineriestation. Hier muss es... wir haben nicht genügend Einfluss. Daran müssten wir arbeiten. Daran müssen wir echt arbeiten. Oxamon ist nochmal so ein Gebiet, um was wir uns kümmern müssen. Da schauen wir gleich nochmal rein. Wir sollten aber allerdings jetzt mal gucken, dass wir Einfluss sparen. Wir sind ja jetzt in einer Föderation drin. Da will ich mal schauen, bevor wir da aber Näheres machen, ab und zu... ich habe zu viele gespeicherte Spiele, dann lösche ich mal ein bisschen was. Das Problem ist... das Problem ist... ab und zu verheddern sich hier so diese... Na, wie soll ich sagen, die Handelswege. Deswegen müssen wir mal schauen, was daraus wird. Wir gehen mal kurz in unsere Kontakte. So. Für mich stellt sich natürlich, also
überhaupt kein Thema. Also mit der TC-Kion. Haben wir ja schon alles. Mit denen. Forschungsabkommen schließen. Ist ein Protektorat nicht erlaubt? Wir machen mit denen mal ein Migrationsabkommen, sowieso. Dann mit den Tesex, da war das nicht so, ne? Da konnte man nicht. Die Meinung ist zu niedrig und die haben hier wahrscheinlich viel zu viele andere Forschungsabkommen. Was ich machen werde, ist, ich werde mich immer mal auf einen Staat konzentrieren. Also, wenn wir mal so die Meinung anschauen, ja, Gelehrte, Erkunder, direkte Demokratie, repräsentative Gurkfuki, die sind allerdings schon in einer drin. Megakonzern, die locken nicht. Pliffplaff, Theokratische Republik. Kulvian Assembly. Wir können viele noch. Foki. Repräsentative. Ja, okay. Es klappt mit denen irgendwie. Irgendwie checke ich das nicht. Botschafter zurückbauen. Irgendwie klappt das alles nicht, ne? Also, ich kann denen keinen Assoziationsstatus anbieten. So richtig checke ich die Geschichte nicht hier, um ehrlich zu sein. Die sind ja eh bei uns. Demokratische Kreuzzügler. Irenische Bürokratie. Democratic Arisu Alliance. Wo sind die? Die könnte ich mir bei uns vorstellen. Freundlich. Fanatisch xenophil. Und egalitär. So. Mit denen würde ich gerne das angehen. Da müssen wir aber warten. Müssen wir ein bisschen mal. Also, die werden unser nächstes Ziel sein, dass wir die mal in die Föderation kriegen. So weit, so gut. Alle, den ganzen anderen Rest muss ich mal so Step by Step rausnehmen. Und da fange ich mal hier so langsam mal an. So, hier. Mit der TC-Kien ist klar. Rücksichtslose Kapitalisten, sie verbessern ihre Beziehungen mit uns. Ja. Alles gut. Flex Kanga Commonwealth. Diplomatie. Ja, Wirtschaftspakt. Eigentlich wichtig. Aber wir müssen den Einfluss mal so ein bisschen verbessern. Erstmal so langsam nebenher laufen, weil wir uns das angucken wollen. So. Also der Einfluss hapert schon. Eigentlich habe ich das abgelehnt.
Oder habe ich das verpennt? So, weiter. Weiter in den Kontakten. Ja, wir machen gerade miese, sowieso. Das wird hier noch interessant zu sehen. Hier haben wir auch Forschungsabkommen und so weiter, ne? We are being hailed. Construction completed. Da schauen wir gleich mal rein. Azabius Station. '92 haben wir schon hier. Das ist irre. Flüchtige Teilchen müssen wir kaufen. Und wir müssen auch wieder ein bisschen was verkaufen. Nahrung zum Beispiel. Das wird knapp, Leute. Das wird knapp. Hier gibt es zu wenig Wohnraum. Darum kümmern wir uns mal. Auf der Venus sind wir durch. Auf der Erde ja eigentlich auch. Wir haben einfach viel zu viel Nahrung, ne? Sollen wir mal auf Generatordistrikte gehen? Machen wir mal. Ja, auf dem Mars mal vielleicht gucken, dass man nicht Nahrung macht, sondern vielleicht auch eher mal das. Werden wir sehen. Wir bauen ja gerade. Und wir kriegen, ja, fein, Dividenden, sehr schön. Das haben wir echt gebraucht. Nice, nice. Ja, irgendwie spielt... die Verbindung noch nicht ganz mit. Mal ganz kurz. We are being hailed. So, ich lass mal ein bisschen laufen. So, ihr Lieben, entschuldigt, wir haben hier gerade echt so ein Issue mit der Technik. So. Das müsste doch jetzt. We are being hailed. So. Ja, pünktlich. Also nix läuft mehr gerade. Cam läuft nicht, gar nichts. Also muss erstmal nochmal neu starten. We are being hailed.
Wir machen mal, ihr Lieben, erstmal kurz Stopp und starten gleich wieder. Gibt es Probleme? Eine kurze Aufnahme, aber gleich geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.